Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu den Hunger Games. Vorweg, das Video heute wird mal ein bisschen kürzer. Aber bevor wir darüber weitersprechen, hat das jetzt mit den Tierchen hier funktioniert, mit den Hatches? Dass wir dann nicht mehr so unfassbar viele haben, was ich erstmal gut finde. Video heute wird ein bisschen kürzer, weil ich das jetzt erst am Freitagmorgen aufnehme. Dementsprechend habe ich nicht so viel Zeit. Und wenn ich jetzt eine Stundenaufnahme mache mit dem Render in meinem Schnittprogramm plus Hochladen plus YouTube muss es verarbeiten, dann erscheint das wahrscheinlich irgendwie Freitagabend oder so. Deswegen heute mal ein wenig kürzer. Dafür der Hinweis, wer trotzdem gerne bei mir zuschaut, ist herzlich eingeladen, heute am Freitagabend am Stream teilzunehmen. Wie immer auf meinem Twitch-Kanal, Link ist unten in der Videobeschreibung. Wird auch wieder ein Gewinnspiel geben. Der zweite Teil des Gewinnspiels, nachdem es da gestern Abend ein paar Schwierigkeiten gab, haben wir uns für heute dann was anderes überlegt. Wer da Interesse dann hat, ist herzlich eingeladen. Okay, dazu dann jetzt aber auch genug. Jetzt machen wir hier weiter. Wir haben so ein, zwei, drei Baustellen, über die ich sprechen möchte. Beispielsweise haben wir hier das Problem, dass wenn sich jemand in die Buchse macht und das hier runterpieselt, könnte das jetzt in unseren Tank laufen. Das ist eher unpraktisch, deswegen ändern wir das Ganze mal ab, dass wir hier die isolierten Ziegel hinbauen und arbeiten dann hier mit Gitterziegeln, zumindest in dem Bereich, dass wenn hier von oben was rausläuft auf der Höhe, das dann hier unten ankommt und im Zweifelsfall dann hier nach unten und so weiter. Ne? Ihr seht, wie es gemeint ist. Das mal als erstes. Dann würde ich gerne diesen Raum heute noch ein bisschen weiter in Beschlag nehmen. Da kommen wir dann aber im Laufe des Videos zu. Dann habt ihr eine sehr schöne Ergänzung hierzu gehabt, dass ich den eigentlich doch hier drin lassen kann. Und zwar dann, wenn ich ihn aus Keramik baue. Das erhöht nämlich die Überhitzungstemperatur. Und deswegen korrigieren wir das nochmal. Das ist jetzt Gott sei Dank eine ziemlich leichte Änderung, weil wir müssen ihn einfach nur ein bisschen nach unten verlegen, weil die Leitungen hier ja sowieso an der richtigen Stelle sind, sage ich mal. Ne? Ihr wisst oder seht, ja, was ich meine. So, das heißt, die kommt nach dort und kann dann wieder genutzt werden. Das Stromkabel bauen wir dann mal von hier aus daran. Was natürlich ein Problem noch ist, das Ding ist noch im Vakuum. Also müssten wir da eigentlich... Das gleiche gilt für den Flüssigkeitstank eigentlich, wobei der gerade nicht überhitzen, nicht überhitzt. Dann müssen wir hier eigentlich auch noch ein bisschen Wasser hinschütten. So, dann können wir hier eigentlich diese Ausläufe mal umbauen. So, da ist eh nicht mehr genügend drin, dann leeren wir das Lager da mal aus. Einstellungen können wir noch mal da übernehmen, dass wir da die gleichen Aufträge drin haben. Und hier braucht es dann gleich noch einen Flaschenentleerer. Plus ein bisschen Wasser, dass wir da hinschieben. Alles der Reihe nach. Auch wenn ich wie immer sehr ungeduldig bin. Ein anderes Thema, was wir jetzt wirklich ganz unbedingt auf jeden Fall mal angehen müssen, ist Plastik. Lange vor mir hergeschoben, ich weiß gar nicht warum. Dabei hätten wir das schon längst mal machen können. So machen wir das Ganze hier unten. Wir bauen hier eine Ölraffinerie nach dort, damit wir das, obwohl eigentlich ist es, wir haben ja sowieso
Rohöl, das wir bis hierher hingeleitet haben, dann können wir es eigentlich auch da oben machen. Ist ja viel, viel sinnvoller. Lassen wir das Spiel mal langsam laufen. Ich muss auch mal schauen, warum der Stress da so hoch ist. Das ist mir auch ein bisschen suspekt, weil wir müssten ja eigentlich ja zumindest eine einfache Schleuse hier mal für die Rohölraffinerie bauen. Ja, für die Ölraffinerie, da ist sie. So. Ja. In diesem Raum kommt dann Erdgas aus der Ölraffinerie raus. Ich würde hier auch mal gerne direkt eine Polymerpresse mit in den Raum integrieren. Und dann machen wir den auch schon dicht. Stromanschluss, was haben wir hier für ein? Okay, da hängt schon recht viel dran. Da müssen wir da noch mal ein eigenes Netz für bauen. So, wo legen wir das? Wir müssen nach hier. Ich würde mal sagen, wir kommen. Ja, den ersten Bereich legen wir hier durch. Und dann müssen wir nach dort. Dann macht es ja Sinn, das Ganze hier entlang zu legen. Oh, das war gerade rot. Da müssten wir dann gleich mal eben drauf gucken. 2475 Watt und es wird trotzdem rot. Das spricht meistens dafür, dass man irgendwo noch ein kurzes Element in der Leitung hat, das noch. Ah, okay. Ah, ich habe da noch die Kohlegeneratoren dran. Das sollte natürlich nicht so sein. Deswegen wurde das immer rot, weil dann das Kabel an der Stelle überlastet wird. Ist ja nicht notwendig, weil wir ja hier das System schon haben. Der hängt schon mit dran, perfekt. Achso, das muss ja auch da oben. Ich wollte schon sagen, das wäre jetzt ungewöhnlich, wenn da schon eine Leitung gebaut ist. Automatisierungskabel. Dann brauchen wir gleich noch ein, zwei. Machen wir es direkt so, verbinden das nach dort, schnibbeln das auf und machen hier eine 8er Prio raus, damit das Netz hier schnell wieder Strom hat. Das nehme ich jetzt für den Moment ohne. So, das Ding können wir jetzt zerlegen. Okay, ein bisschen Wasser ist da schon mal, sehr gut. Die Verhungernmeldung ist jetzt gerade ein bisschen arg lang da. Okay. Da geht's auch. Okay, jetzt ist die Meldung weg. Jetzt holt er sich was. Aber 300. Ja, das wird sogar noch. Plus hier ist kein Sauerstoff in dem Raum. Guck mal, der hat jetzt was gegessen und ist immer noch auf 870 Kalorien. Ja, da würde ich mal sagen, priorisieren wir das jetzt mal ein bisschen. Also zum einen haben wir hier erstmal die Situation, dass wir hier gerne... Ne, wir machen es nicht dort mit einem Atmosensor, sondern wir machen hier einen Gaselementsensor und... Da kommen Türen hin. Dass wir damit den schließen, je nachdem, ob wir da CO2 haben oder nicht.
So bauen wir das um, dass wir nämlich hier nicht noch mehr rauslassen und dann können wir das hier mit den Gasen früher oder später mal in den Griff bekommen, dass da nicht irgendjemand beim Essen erstickt, weil da Erdgas ist. Dann werden wir wahrscheinlich hier noch eine Sauerstoffpumpe. Aber macht das wirklich Sinn? Ja doch, eigentlich macht es das schon. Aber ich pack da mal, da wollten wir ja noch Schutzanzüge hinbauen. Von hier aus. Dann machen wir es mal folgendermaßen. Wir packen hier rechts eine Pumpe hin, so. Mit zwei Ziegeln daneben. Und stellen das so ein, dass wir einmal da oben den Gaselementsensor haben, wo wir schauen, haben wir CO2. Hier machen wir den Atmosensor für den Druck. Bauen einen und Gatter. Hier bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir da einen Nichtgatter dazwischen brauchen. So, wir stellen diesen hier jetzt mal ein auf Kohlendioxid und wenn da Kohlendioxid ist, okay, wir brauchen hier einen Nichtgatter. Weil wenn was da ist, obwohl, nee, Moment. Was passiert denn mit dem, wenn der ein grünes Signal bekommt? Gebäude aktivieren, das heißt, dann ist er offen. Ne, dann brauchen wir einen Nichtgatter. Weil wenn da oben CO2 ist, dann wollen wir ja das Ganze schließen. Korrekt. Und wenn da oben kein CO2 mehr ist an der Stelle, dann bitte wieder öffnen. Also es geht jetzt heute, ich merke das selber, viel mehr um eigentlich andere Themen. So, dann gab es noch einen Kommentar, an den ich mich erinnere, dass das Ganze irgendwie nicht überlappt an irgendeiner Stelle, aber also, dass die automatischen Räumer nicht an den Förderschienenbelader rankommen, aber eigentlich habe ich das überall bedacht, weil die entscheidende Stelle ist die, um da Sachen einzuräumen. Von daher müsste das schon überall passen. Die hier rechts, okay, weil falls der Kommentar auf die vier gemeint war, dass es da noch nicht geht, weiß ich, weil wir das noch nicht nach rechts hin erweitert haben. Auch, dass unser Schleimvorrat wieder massiv gesunken ist, da müssen wir auch drauf schauen. So, wir haben hier oben jetzt CO2 und das Ding ist verschlossen. Perfekt, genau so wollte ich das haben. Bedeutet hier für den, wenn wir da CO2 haben, dann soll das Ding aktiviert werden. Also, oder wir machen das, solange da kein Sauerstoff ist. Genau, das ist ja noch besser, weil wir ja auch Erdgas haben. Dann brauchen wir doch einen Nichtgatter an der Stelle und stellen den dann auch Sauerstoff gleich ein. Okay. Um das dann noch ein bisschen besser hier hinzukriegen, werden wir an der Stelle hier schon mal die drei Ziegel wegreißen. Stopp, das wäre eher dumm, aber weil dann hätten wir hier mit den Schutzanzügen eine Stelle gebaut, die so nicht funktioniert. Aber wir können hier das so machen. Das hilft ja dann auch schon mal. So, dann müssen wir natürlich die Gase noch loswerden, die von da kommen. Das machen wir mit an die Leitung. Haben wir da einen Ausgang? Ja. Wir haben da einen Ausgang. Okay, dann können wir das so machen. Ein bisschen Strom wäre nicht schlecht. 3695 Watt. Da hängen aber viele Schutzanzugstationen mit dran. Oder Schutzanzug Docks, so heißen sie, glaube ich. Das dürfte also passen.
Gut. So, hier haben wir jetzt weniger geschafft als gehofft. Aber wir können hier Rohöl auskippen. Schon mal damit anfangen, für die erste Überschwemmung sorgen. Eigentlich ist es jetzt gerade so mit ein bisschen Abstand betrachtet doch dumm, das nicht größer zu machen und hier eine zweite. Ach, ist egal, wir lassen es jetzt so. Wie viel Wasser haben wir hier? 58 Kilogramm, okay, das reicht uns erstmal. So, von dem ein Stück hier brauchen wir auch noch eine Ausgangsleitung nach dort. Fürs CO2. Flüssigkeit. Achso, wir müssen natürlich auch. Das würde sicherlich helfen, wenn wir. Hier auch noch einen Zwischenerwerb. Wir bauen das jetzt größer. Das ist ja. Wir haben hier kein. Kein Flüssigkeitentank dran gehabt. Ja, aus Gold muss auf jeden Fall reichen. Wir schauen aber erstmal nach den Duplikanten, dann kann ich nämlich aus der Pause wieder raus. Und sorry, ich habe es in den Kommentaren gelesen. Ich habe vor den einer der letzten Folgen, ich glaube 4 Zyklen oder so, hattet ihr geschrieben, keinen Duplikanten angenommen. Das war wie immer keine Absicht, sondern wahrscheinlich meinem Stress oder Unachtsamkeit oder was auch immer geschuldet. Wir müssen hier keine der negativen Eigenschaften annehmen. Köche haben wir, glaube ich, mehr als ausreichend viele. Dann würde ich Jean annehmen. Muss gerade kurz auf meine Liste schauen. Was Jean wird? Lars Backhaus, herzlichen Glückwunsch. Du darfst dein Unwesen hier ebenfalls treiben. Achso, habe ich dich jetzt gedruckt? Ja, habe ich, aber ich habe noch nicht die Prioritäten eingestellt. Ganz unten, das Backhaus, Landwirtschaft, Viehzucht, so, Fertigkeiten. Na, achso, du bist schon direkt ausgewählt, okay. So, ich habe bis hierhin kein isoliertes Rohr gebaut. Das ist eigentlich auch egal an dieser Stelle, dann würde ich das mal weiterhin so handhaben. Was ist denn das für eine... die Leitung, die kommt von da, die werden wir also später auf jeden Fall auch noch brauchen. Dann machen wir einmal hier. Das Ganze so. Klemmt dann an der Stelle das verschmutzte Wasser raus. So. Okay, dann veredeln. Polymerpresse. Ich lasse hier jetzt mal ein bisschen Abstand, dass ich da möglicherweise automatische Räume und solche Geschichten bauen könnte. Ob dass wir das jemals brauchen, wisst ihr so gut wie ich. Werden wir wahrscheinlich eher nicht. So, dann wollte ich noch eine Sache machen, die habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen. Und zwar das Rohöl hat eine Temperatur von... Ja, das ist wahrscheinlich kühler, weil das da so lange in der Leitung ist. Also es hat auf jeden Fall nicht mehr als 100 Grad. Wir haben hier das Ding aus Eisenerz bauen lassen. Das korrigieren wir mal. Das bauen wir aus... Stahl, das Ding ist aus Gold und das Ding ist auch aus Gold. Das heißt, wir sind hier jeweils über einer Temperatur von 100 Grad und dann können wir diesen Raum mit dem Rohöl, das wir hier hoch transportieren, ja vorher einmal abkühlen lassen. Sprich, wir bauen hier Radiatorrohre, die wir
durch diesen Raum einmal durchleiten. So. Und dann daran gehen. Es dürfte ja oder müsste dann ja eigentlich, okay, das Stromkabel haben wir schon, dafür sorgen, dass der Raum an für sich nicht überhitzen kann. So, dann bauen wir hier noch eine Gaspumpe rein, die packen wir nach hier vorne. So. Dann können wir hier einen Rohrgasdetektor bauen plus einen Gasabzug. Schließen das da an. Brauchen noch ein Lichtgatter. So. Um dann alles, was kein Erdgas ist, da an der Stelle rausfiltern zu können. Hier gibt es noch einen Atmosensor, damit wir den Druck auf einer bestimmten Menge halten können. Den, ich bin stolz auf mich, wir haben es geschafft, dass das Ding nicht überflutet. So, bitte fertig bauen. Das gleiche gilt für das. Ah, guck mal, wir haben den ersten Dampf. Und die Glasschmiede aus Granit geht sofort kaputt. Ja, dann ändern wir das mal ab. So, veredeln. Glasschmiede. Keramik. Nach dort. Wunderschöner Regen, das finde ich, sieht immer toll aus. Bauen wir den mal weiter, weil der natürlich auch wichtig ist für die Hitze, die wir in diesem Raum brauchen. Und dann brauchen wir natürlich auch gleich Dampfturbinen. Das wird dann das nächste, aber wir sind ja jetzt hier sehr nah dran, diesen Raum fertig zu bekommen. So, stromtechnisch fehlt hier noch eine Leiterkabelbrücke. Ich stelle das hier auch mal auf 7. Das ist nämlich das Einzige, was noch fehlt. Plus, was noch fehlt, wir haben hier noch ein paar Batterien, die wohl noch nicht eingestellt waren. Ja, Dampfturbinen sind hier, wie gesagt, dann gleich das nächste. Dafür sollten wir vielleicht Starkstrom nehmen. Wir nehmen dafür mal starkes Leiterkabel, das wir hier verlegen. Erstmal noch das hier weg. Und dann probiere ich das nochmal. Bis dahin können wir das schon mal machen. Einmal so. Dann braucht es da Leiterkabelbrücke. Also wir gehen heute so die eigentlichen Themen, die man immer so hat, kaum an. Ich denke, der hohe Stress rührt einfach daher, dass wir teilweise Probleme mit der Moral haben. Sogar massive Probleme sogar. Okay. Hier gibt es nicht genügend Sauerstoff. Kann das teilweise am Wasser liegen? Also der Raum hat genügend, der hat genügend. Wobei es hier, ne, man sieht es auch, massiv knapp wird. Das können wir vielleicht auch mal in Angriff nehmen, indem wir uns dort durchgraben. Plus da.
Dann würde ich hier einmal ein paar Leitern bauen und hier geht's dann nach altbekannten. Ja, Mensch. Obwohl, ne, wir können ja auch in Viererstufen hier. So, einmal bis dahin. Dann. Hier weiter, so. Dann kann das Wasser rauslaufen und wir kommen von da aus nach da rüber. Und können das dann auch alles rausfließen lassen. Dann haben wir das ganze verschmutzte Wasser hier gleich mit drin. Ich hoffe, da gibt es nicht irgendwelche Katastrophen zwischendurch. So, das ist da passiert. Na. Wir sind da die Voraussetzungen schon mal geschafft. Der Dampf hier ist jetzt ja sowieso noch nicht so. Oh. Aber wir kommen jetzt gerade. Ja, ich bin sehr gespannt, ob wir das hinkriegen, ohne dass wir hier verschmutzten Sauerstoff in dem Raum bekommen. Genau das hier bereitet mir gerade ein bisschen Sorgen, aber ich überlege, ob es nicht Sinn macht, hier das jetzt wieder umzubauen auf Gitterziegel. Machen wir auch plus, den können wir abreißen. So, habe ich dann an alle Dinge gedacht. Da fehlt, ach so, der Flüssigkeitseingang fehlt ja noch. Dann verbinden wir die beiden hier noch mal eben. Ach so, Rohöl. So, jetzt kann es losgehen. Das hier müssen wir gleich eben schauen, ob das funktioniert. Sollte es aber. Mit der Einstellung von dem Flüssigkeitstank steuern wir jetzt, dass die Ölraffinerie den Tank bis 95% füllt. Aber dann erst wird, danach wird die Ölraffinerie erst wieder freigeschaltet, wenn der Flüssigkeitstank sich auf 10% entleert hat. Das hier klappt. Ich überlege gerade noch, ob wir hier ein bisschen Wasser ausschütten. Nee, aber tendenziell, wenn das Rohöl mal über 100 Grad wird, kriegen wir da auch wieder ein Problem. Was ist hier jetzt gerade das Problem? Ach so, ich habe das wieder nicht verbunden. Ja. Wie immer. So, das verschmutzte Sauerstoff geht raus. Okay, zum Teil aber auch weiter. Wahrscheinlich, wenn der Druck hier zu hoch ist, dann ist dieser Gasabzug gleich der erste, den wir tauschen, wenn wir genügend Plastik haben. Der erste Schritt. So, jetzt passt das hier mit dem Wasser auch wieder. Ach, hier kommt ja sowieso Wasser raus, ich dulle. Aus der Polymerpresse. Nee, Dampf kommt da raus. Okay. Also letztendlich doch Wasser. Hm.
eigentlich. Klappt das? So, Strom. Achso, stromtechnisch. Wir haben kein Erdgas mehr. Da haben wir jetzt nicht so ganz ausführlich drüber gesprochen, wie ich das wollte. Das heißt, wir sind hier auf die Kohlegeneratoren angewiesen. Die hätte ich theoretisch in dieser Folge noch erweitern wollen. Da sind wir jetzt nicht zu gekommen. Das müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Genauso wie wir dann auch hier Dampfturbinen bauen werden, die uns hier dann irgendwann auch Strom generieren. Und wir könnten auch drüber nachdenken, eine Polymer. Ja, eine Polymer. Was rede ich denn? Petroleum. Mit Petroleum Strom zu erzeugen. Habe ich vorhin auch schon ein paar Mal Polymer hier gesagt? Ja, wegen Polymerpresse wahrscheinlich. Ja, soll's. So, das Ding können wir jetzt ersetzen. Dann schalten wir das hier einmal aus. Warten, bis die Leitung leer ist. Das ist jetzt der Fall. Zerlegen das Ding. Und dann bauen wir die jetzt direkt neu mit einem Hochdruckgasabzug. Und dann müssen wir eigentlich gleich hier auch gar nicht erst einen Vakuum pumpen, dass wir hier nur Erdgas drin haben. Dann ist es egal, wenn es da sowieso rausgefiltert wird. Sprich, wir stellen den jetzt auf über 1000 Gramm soll die aktiv sein. Dann halten wir auch immer einen Mindestdruck an Gas hier drin, was auch für die Temperatur dann ja besser ist. Und ja, die Chose darf jetzt laufen. Muss ich das Ganze bei der Temperatur abschalten? Vielleicht die Polymerpresse? Nee, das sollte eigentlich sich selbst. Ja, nee, machen wir nicht. Wenn uns dann was um die Ohren fliegt, sehen wir das immer noch. Gut, dann die halbe Stunde ist rum. Ich habe diesmal den Alarm blinken sehen. Müssen wir dafür einfach mal jetzt zum Ende kommen. Diese Folge ein bisschen kürzer, aber keine Sorge. Ich denke, die nächsten bis zum Ende der Kolonie werden ein bisschen länger. Ich werde auch vor der nächsten Folge einmal eine Namensinventur machen. Also da ist, glaube ich, ein bisschen was schiefgelaufen, habt ihr mir geschrieben. Ich hatte jetzt vorher nicht die Zeit, das zu checken. Also Stefan soll wohl zweimal drin sein. Plus ich habe einmal noch einen Liam drin, den ich nicht umbenannt habe. Da, ja, ich werde mal gucken, wie es ist. Und dann werde ich euch auch sagen, wie viele von euch noch die Chance haben, hier einzuziehen. Das sind überschaubar viele, aber ein paar werden es, glaube ich, doch noch dann sein. Gut, an dieser Stelle bedanke ich mich dann fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und jetzt gleich im Endbildschirm bedanke ich mich bei allen Patreons und Kanalmitgliedern. Und da sind auch ein paar Videos. Wenn ihr noch Bock habt, schaut da doch mal rein. Vielleicht ist da ja was für euch dabei. Also macht's gut, bis bald und tschüss.